Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin ja nicht das erste Mal hier in Darmstadt. Vor etwa einem Dreivierteljahr bin ich schon mal eingeladen worden, über die Bioelektronik nach Kasan zu referieren. Wir benutzen das Verfahren seit etwa 3 Jahren in der Praxis, hauptsächlich in der Analyse chronischer Erkrankungen. Es handelt sich sicherlich zum einen um eine Funktionsdiagnostik, zum anderen um eine physikalisch-biochemische Messmethode, die es erlaubt, das Terrain des Patienten zu bestimmen aus 3 ganz bestimmten Parametern, nämlich dem pH-Wert, Säure-Basen-Haushalt, dem Redoxpotenzial und dem Widerstandswert. Ich werde diese Parameter noch im Einzelnen erklären. Als ich im Vortrag eben sehr intensiv zugehört habe, bin ich an meine alte Uni-Zeit wieder erinnert worden. War also eine der größten Herausforderungen in meinem Leben, die Biochemie. Ich wollte eigentlich damit nie mehr was zu tun haben, nachdem ich den Biochemieschein in der Tasche hatte. Und es hat mich leider wieder eingeholt, und zwar voller Wucht. Jetzt gestatten Sie mir, ich habe leider nur eine Stunde Zeit, gestatten Sie mir einfach auch ein paar Zwischengedanken. Im Rahmen des Verständnisses für diese Diagnostik, warum wir überhaupt Parameter feststellen, warum wir sie im Blut messen, warum im Speichel bzw. im Urin. Grundsätzlich ist zu sagen, das Blut repräsentiert den Zustand des Immunsystems. Der Speichel repräsentiert nach Bazin grundsätzlich mal den Verdauungstrakt mit allen entsprechenden Anteilen. Die Verdauung beginnt im Mund und sie hört dort auf, wo ausgeschieden wird. Und der Urin repräsentiert grundsätzlich mal die Leistung des Entgiftungssystems, des Ausscheidungssystems über Niere, Blase. Was passiert denn grundsätzlich bei den chronisch kranken Patienten? Ich habe Ihnen diese Folie mal mitgebracht, um zu zeigen, das ist eine der wenigen Ausnahmen, die wir kennen, was passiert im Rahmen der Ausbildung der pathogenetischen Entwicklung einer chronischen Erkrankung. Jede Erkrankung fängt auf der feinstofflichen Ebene an, die wir als funktionelle Ebene 1 oder auch als präklinische Phase 1 bezeichnen. Das sind die wenigsten Patienten, die sich in die Praxis bekommen, das sind meist die, die sich durchchecken lassen möchten, die einen Check-up durchführen. Und diese Patienten zeigen auch keinerlei Symptomatik. Das heißt, wir könnten diese Phase einfach als Phase der Induktion bezeichnen, dort wo die Fehlsteuerung, das heißt den nicht sichtbaren im bioenergetischen Bereich, vonstatten geht. Wenn dieser Zustand anhält, rutscht der Patient automatisch in die Phase 2, das ist die funktionelle Ebene 2, die ebenfalls noch zur Präklinik, zur Vorklinik gehört. Und das ist die Phase, in der Regulationsstörungen oder auch Regulationsblockaden im Sinne einer Fehlregulation stattfinden. Das sind also Ebenen, die mit den herkömmlichen, klassisch-klinischen Verfahren nicht diagnostiziert werden können. Sie können mit Ultraschall die Leber untersuchen, Sie können keinesfalls eine Aussage über die Funktion treffen. Und das ist der Unterschied, wo sich Schulmedizin und biologische Medizin eben in Anführungszeichen unterscheiden. Diese Patienten zeigen die ersten Symptome, sind in der Regel ganz unspezifische Symptome. Lassen Sie mal einige nennen: Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Oberbauchbeschwerden, Schmerzzustände, die durchlaufen dann richtigerweise auf den ganzen klinischen Apparat. Und letztendlich wird auch nichts gefunden, weil es sich um feinstoffliche Störungen handelt, eben um Regulationsstörungen, die Sie weder mit Röntgen noch mit Ultraschall oder ähnlichen Dingen sichtbar machen können. Bleibt dieser Zustand bestehen, dann wechselt die Erkrankung von der feinstofflichen auf die grobstoffliche, sprich die strukturelle Ebene. Das heißt, der Patient wird hier krank, und zwar schulmedizinisch krank. Jetzt lässt sich die Krankheit optisch bildlich darstellen. Nur, die Krankheit hat nicht hier begonnen, sondern die Krankheit hat zum Zeitpunkt X begonnen. Das heißt, hier geht auch die Zeit in der Entstehung, in der Entwicklungsphase mit ein. Das heißt, wenn ein Rheuma-Patient 20 Jahre benötigt hat, um sein Rheuma zu bekommen und sein arthrotisches Glied zu entwickeln, dann braucht der Heilungsprozess, wenn der überhaupt noch möglich ist,
Natürlich auch wieder 20 Jahre zurück. Das vergessen halt viele. Vor allem vergessen auch viele Patienten, dass sie mal Beschwerden gehabt haben oder Schmerzen oder wie auch immer. Und bleiben an diesem Heilungsprozess eben nicht dran. Gut, das vielleicht mal nur zur Erläuterung, was wir machen. Wenn ich von einer biochemischen, physikalischen Messmethode spreche, dann könnten Sie mir jetzt schon entgegenhalten, Moment, das ist ja auch, Sie machen im Grunde genommen nichts anderes als die Klinik auch, die Schulmedizin. Sie nehmen Blut ab zum Zeitpunkt X und bestimmen dann irgendwelche Werte, das ist auch nur eine Momentaufnahme. Die Bioelektronik macht was ganz anderes. Die Bioelektronik ermittelt das biologische Terrain, das Milieu der Erkrankung. Haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht, vor einem Pilzfest? Welche Patienten leiden denn unter Verpilzung? Sie sehen es im Dunkelfeld beispielsweise, Sie können es über eine Schulprobe analysieren. Wo wächst denn ein Pilz? Wo es warm ist, wo es feucht ist und wo es dunkel ist. Das heißt, es müssen Grundvoraussetzungen vorhanden sein, damit ein Erreger überhaupt existieren kann. Bassin hat gesagt, jetzt hier der Krankheit den Nährboden und sie stirbt ab. Und nicht der Wirt. Das ist der große Unterschied. Der Kollege Jörgensen hat sehr interessante Dinge gesagt. Ich will es einfach jetzt noch ein bisschen ummünzen. Grundsätzlich spielt sich Regulation im Grundsystem, im SNQ, es gibt verschiedene Synonyme dafür, ab. Und dieses Regulationsverhalten ist abhängig davon, welche biochemischen Zustände letztendlich bestehen. Das heißt, es müssen genügend Hormone vorhanden sein, es müssen genügend Mineralstoffe zur Verfügung stehen und es soll der Basenhaushalt stimmen. Und dieser Säure-Basenhaushalt wird von spezialisierten Bindegewebszellen, die als Hypozyten bezeichnet werden, gesteuert. Und zwar sowohl ins Saure als auch ins Basische. Und hier hätten wir schon eine Möglichkeit über die Bioelektronik nach Bassin, dass wir nicht nur eine Urinprobe messen, wie das ja standardmäßig so gemacht wird, sondern wir messen unter standardisierten Bedingungen zwei Urinproben im Abstand von einer Stunde. Das heißt, der Patient muss gewisse Voraussetzungen in die Praxis mitbringen, damit er überhaupt messbar ist. Wir messen also grundsätzlich einen nüchternen Urin, möglichst morgens, um zu sehen, ob der Organismus überhaupt in der Lage ist, die Säuren über Nacht auszuschalten. Und wir messen nochmal eine Stunde später, ebenfalls in einem nüchternen Zustand. Das heißt, der Patient darf nichts trinken, er darf auch nichts essen. Wir werden es dann nachher auch noch anhand von entsprechenden Folien zeigen. So, das heißt also, wir kümmern uns hier um ganz bestimmte Dinge, die wir auch mit der Bioelektronik messen können. Und Sie sehen ja, dass ein Reiz, dass Sie mich mal einen Krankheitsreiz annehmen, das kann ein Virus sein, ein Bakterium oder auch ein Pilz, der in einem gesunden Zustand auch den Organismus auftrifft, im krankhaften Zustand völlig anders ausreguliert wird. Das heißt, wir bestimmen auch hier Regulationsverhalten. Wir befinden uns nicht auf der feinstofflichen, sondern auf der grobstofflichen Ebene, weil wir Biochemie und Physik messen. Wir können aber Regulationen darstellen. Und das ist das Wichtige an der ganzen Sache, damit ich den Patienten möglichst recht früh, also entweder in den präklinischen Phasen erwische, oder wenn sich die Krankheit bereits auf der körperlichen Ebene manifestiert hat, dort auch meine Therapie überprüfen kann. Und dann kann ich auch etwas zu Vitamin C noch sagen. Da muss ich ganz einfach Stellung dazu nehmen, weil wir sehr viel auch in diese Richtung geforscht haben. Für Sie vielleicht noch ein paar interessante Hinweise. Der Mensch besteht zu 60-90% aus Wasser. Das heißt, es lohnt sich tatsächlich, den Säure-Basen-Haushalt in allen drei Ebenen, das heißt also auf der Ebene des Immunsystems, auf der Ebene der Verdauung und auf der Ebene der Ausscheidung zu überprüfen. Der Mensch trinkt 90% seiner Krankheiten. Ich bin ganz froh, dass ich hier ein paar Holbi-Flaschen sehe. Wir haben schon sehr viel durchgemessen mit der Bioelektronik nach Wasser. Das heißt, Sie können nicht nur die Körperflüssigkeiten durchmessen, sondern Sie haben auch die Möglichkeit, alle möglichen flüssigen Lebensmittel, Nahrungsergänzungen und so weiter auf die biologische Verfügbarkeit.
Dankbarkeit Würde zu messen. Das ist wichtig. Im Fernsehen oder in den Medien sehen Sie sehr häufig, trinken Sie Mineralwasser, damit der Körper mit Mineralien ordentlich versorgt wird. Vergessen wir dabei, dass diese Mineralien zum größten Teil gar nicht aufgenommen oder verstoffwechselt werden können, aufgrund einer fehlenden biologischen Verfügbarkeit. Und das wäre das eine Problem. Das andere Problem ist, die Patienten trinken grundsätzlich zu wenig. Wir hatten mal einen Fall, es sind zwar Ausnahmen, aber auf die Frage bei der Anamnese trinken. Auf die Frage hin, trinken Sie genügend? Ja, 40 Tassen Kaffee am Tag. 40 Tassen Kaffee am Tag. Es ist zwar eine riesige Menge, weiß man, A, dass Kaffee noch Flüssigkeit zieht zum einen und sicherlich zum anderen auch in der Zusammensetzung nicht als Trinkwasser oder als Trinkflüssigkeit geeignet ist. Der Mensch trinkt im Laufe seines Lebens, können Sie einfach das Körpergewicht umrechnen, etwa das 600-fache seines Körpergewichtes. Wenn Sie 2,5 Liter am Tag ausscheiden, über die Nieren, über den Darm, über die Atmung und über die Haut, brauchen Sie auch wieder 2,5 Liter, die Sie zuführen müssen. Sonst stimmt irgendwann die Flüssigkeitsbilanz nicht mehr. Lassen Sie doch einen obstipierten Patienten einfach mal mehr trinken. Sie führen die Flüssigkeit zu, Sie führen richtige Flüssigkeit zu, Sie verändern das Milieu und Sie bringen auch bestimmte Organe, und speziell die Bauchspeicheldrüse und die Gallenblase dazu, einfach besser Sekret zu produzieren. Sie werden sehen, dass sich die Darmtätigkeit positiv verändern wird. Der Mensch kann wochenlang ohne Nahrung auskommen, aber sicherlich nur wenige Tage ohne Wasser. Auch dies lässt sich messen auf der biochemisch-physikalischen Ebene. So, die meisten Patienten, die wir in der Praxis haben, sind chronisch kranke Patienten. Jetzt muss ich mich, da ich möglichst nicht symptomatisch behandeln will, nach der Ursache fragen. Das heißt, ich muss mir bereits bei der Diagnose anschauen, ist das patienteneigene Milieu vorbereitet, damit sich eine Erkrankung manifestieren kann. Das heißt, wenn man das Ganze jetzt noch weiter spielt, offensichtlich hat jede Erkrankung ihr eigenes Milieu. Könnte man ja daraus schlussfolgern. Das heißt, auch im Speziellen jedes Bakterium, aber auch jedes Virus, jeder Pilz hat sein eigenes Milieu, in dem es sich vermehren kann. Genau das werde ich Ihnen gleich darstellen. Also es müssen bestimmte Grundvoraussetzungen geschaffen werden, damit die Erkrankung sich manifestiert. Eine weitere Voraussetzung im Rahmen chronischer Erkrankung ist das Vorhandensein von Azidosen, von mesenchymalen Azidosen bzw. von Säurespargen. Auch die können wir mit der Bioelektronik sehr gut messen, vor allem dann, wenn wir eben mehrere Urinproben, mindestens 2 von Patienten nehmen. Kollege Jörgensen hat es angesprochen, Sauerstoffmangel hängt mit dem oxidativen Stress selbstverständlich zusammen. Sauerstoffmangel in der Hinsicht, dass der Körper einen ganz bestimmten Baustein, der sich aus dem Stoffwechsel herausbildet, angewiesen ist, das ATP, Adenosindiphosphat, ist die energiereichste Substanz im menschlichen Organismus, braucht zur Bildung Sauerstoff. Das heißt, wir müssen sehen, dass wir diese chronisch kranken Patienten aus ihren aus ihren Sauerstoffmangelzuständen herausbekommen. Denn pro Mol Glucose werden etwa 38 Moleküle ATP gebildet. Der Schaltbaustein im Abbau ist das Pyruvat, die Brenz-Traubensäure. Die Brenz-Traubensäure braucht, damit sie zu dem Acetylcoenzym A weiter verstoffwechselt werden kann. Acetylcoenzym A ist das Staffelmolekül des Zitratzyklus, braucht Sauerstoff. Fehlt der Sauerstoff, wird aus einem Anaerob ein anaerober Zustand. Und das Pyruvat wird zum Laktat der Milchsäure umgebaut. Vom Therapeutischen her kennen wir das. Wir führen rechtsdrehende Milchsäure in bestimmten Situationen, wenn es notwendig wird, zu. Hier handelt es sich um die linksdrehende Milchsäure. Das ist die Gärungsmilchsäure. Und Gärung beinhaltet auch gleichzeitig, dass irgendwann an irgendeiner Stelle Alkohol gebildet wird, der dann entsprechend über die Leber abgebaut werden muss.
Ein weiteres Kriterium im Rahmen der Chronizität ist die Proteinmast der Patienten. Er hat es schon angesprochen, ich möchte es nicht alles wiederholen, also rein ernährungsbedingt. Eine weitere Ursache für alkoholische Gärungen sind Dysbiosen, fehlende Verdauungsenzyme, im Speziellen von der Bauchspeicheldrüse, Dysbiosen selbstverständlich auch die Mykosen. Und die nachlassende Leistung des Immunsystems, die wir über die patientengewonnenen Ergebnisse umrechnen können über eine ganz spezielle Einrichtung, eine spezielle Software, um dann darzustellen, wie alt der Patient tatsächlich ist. Das heißt, wir ermitteln hier das biologische Alter, wir können den Abwehrfaktor, das Energiepotenzial gegenüberstellen und wir können auch genau sagen, in welche Richtung therapiert werden muss, damit der Patient aus einer chronischen Situation herauskommt. Und vor jeder Therapie haben die Götter Gott sei Dank immer noch die Diagnose, zwar die richtige gestellt. Was diagnostizieren wir denn? Ich habe es eingangs schon gesagt, auch der Wert ist erklärbar. Der pH-Wert, das heißt, wir messen mit der Elektrode, um jetzt mal konkret zu werden, im Urin des Patienten etwa 90%. Das ist für die industriell arbeitende Elektrode sehr, sehr viel. Wir ermitteln etwa 90% der Feinsäuren im Urin und bestimmen damit den pH-Wert. Auf jeder Ebene, ob es neutral ist, ob es im sauren oder im alkalischen Bereich liegt. Die Chemie spricht von einem Neutralwert von etwa 7,0. Der biologische Neutralwert soll angeblich bei 7,5 liegen. Das variiert natürlich von System zu System. Und ich werde dann, wenn ich das Messprotokoll nachher vorstelle, dann auch die entsprechenden Normwerte mal dazu und sagen, weil wir wirklich nur ganz kleine Bandbreiten haben, in denen wir von optimaler Gesundheit überhaupt sprechen können. Also, das Milieu des Terrain zu bestimmen von Patienten, brauche ich also einmal den pH-Wert. Der zweite Wert, der hier bestimmt wird, ist das sogenannte Redoxpotenzial, der H2-Wert. So, wenn Sie sich an Ihre Biochemie-Zeit vielleicht erinnern, Redoxpotenzial, ich habe damals auch abgerufen. Das Redoxpotenzial besteht aus zwei Vorgängen, die parallel zueinander laufen, nämlich Reduktion und Oxidation. Oxidation heißt grundsätzlich mal Elektronenverlust. Es gehen dem System, in dem ich messe, negativ geladene Teilchen verloren. Es ist, um es mal richtig auszudrücken, physikalisch auszudrücken, nicht ganz richtig. Es geht nicht verloren letztendlich, es steht dem System nicht mehr in genügender, in ausreichender Zahl zur Verfügung. Das ist nämlich der springende Punkt. So. Jetzt schlage ich mal eine Bresche für das Vitamin C. Und zwar insofern, wir haben gerade eben noch mal den Vortrag oben über das diskutiert. Wann muss ich Vitamin C substituieren und vor allem wo? Das sind nämlich die zwei Fragen, die nicht geklärt sind, wenn dann solche Studien auftauchen, die dann einen bestimmten Mineralstoff, ein bestimmtes Spurenelement oder ein Vitamin als nicht biologisch verträglich oder mit negativen Auswirkungen dann darstellen. Ich zweifle diese Studie nicht an. Nur ist die Grundlage für diese Studie überhaupt geschaffen worden. Der größte Elektronenspender, der Elektronendonator, ist das Vitamin C, die Ascorbinsäure, die sehr schnell und in einer sehr hohen Zahl Elektronen zur Verfügung steht. Und der Organismus benötigt Elektronen, wenn oxidative Prozesse vorliegen. Oxidativer Stress beispielsweise. Liegt keine Oxidation vor, benötigt der Patient auch kein Vitamin C. Im Sinne einer Elektronenspende. Das ist nämlich der springende Punkt. Und zum Zweiten, in welchem System besteht denn der oxidative Zustand? Im System Blut, Frage nach dem Immunsystem. Im System Speichel, Verdauungstrakt. Fragezeichen und im System Ausscheidungstrakt. Und genau das muss ich doch vorher diagnostizieren.
Mit Zink und Eisen und Vitamin B12 verhält es sich genauso. Ich darf mich da nicht auf das Vitamin C beschränken, denn gerade diese drei Stoffe, Eisen, Zink und Vitamin B12, haben zellproliferierende Wirkung. Das heißt also, wenn ich prekanzerose Zustände habe und ich messe keine Mangelerscheinungen und führe diese Substanzen zu, kann es mir passieren, dass diese Stoffwechselsituation erst richtig zum Entgleisen gebracht wird. Darüber sollte man vielleicht einfach mal nachdenken. Redoxpotenzial neben der Oxidation, die Reduktion. Hier haben wir nämlich genau das Gegenteil. Reduktion bedeutet, ich habe ein Übermaß, ein Überangebot an Elektronen. Da macht es sicherlich keinen Sinn, Elektronendonatoren zu verabreichen, wie beispielsweise die Ascorbinsäure, weil die das System dann einfach auch zum Entgleisen bringen kann. Ja, wer von Ihnen TCM macht, wird in einer Yang-Situation sicherlich nicht mit Yang hineintherapieren oder dann einfach schlichtweg was falsch machen können. Also ich muss schauen, wo besteht die Stoffwechselentgleisung, welcher Art ist die Stoffwechselentgleisung und wann muss ich substituieren. Und dann sind Sie auf der sicheren Seite. Nur Sie müssen es vorher messen. Also der pH-Wert und das Redoxpotenzial sind die beiden Parameter, die ich messen muss, um ein Terrain letztendlich zu bestimmen. Und zwar das Terrain für die mögliche Erkrankung, die sich dann dort manifestieren kann, beziehungsweise sich dann vielleicht auch schon manifestiert hat. Die Bioelektronik besteht aber aus drei Werten. Das ist ein ganz, ganz interessanter Wert, der auch sehr gut zu dem passt, was der Jörgensen und vorhin hat schon gesagt, der Widerstandswert. Der Widerstandswert ist ein Maß für die Konzentration der Salze oder der Elektrolyte in der Lösung, die gerade gemessen wird. Das heißt, ich messe dort die Menge der vorhandenen Ionen. Können Sie sich vorstellen, dass das wichtig ist? Natürlich sind das ja nicht da drin. Das heißt also, wenn ich den Widerstand messe und je kleiner der Widerstand ist, umso mehr Salze befinden sich in dieser Lösung. Lassen Sie mich das mal auf den Urin umlegen. Der Widerstandswert im Urin beschreibt den Funktionszustand bezüglich der Ausscheidung, bezüglich der Entgiftungsleistung beider Nieren. Wenn wir also einen Normwert von etwa 30 bis 45 Ohm annehmen, denn der Widerstand wird physikalisch immer in Ohm angegeben, dann sollte ich zusehen, dass ich diesen Widerstandswert möglichst niedrig halte in der Flüssigkeit. Warum? Weil ich dann eine optimale Ausscheidung an den Salzen, also wie es klinisch ausdrückt, an den harmpflichtigen Substanzen habe, die notwendig ist, damit optimale Entgiftung stattfindet. Steigt der Widerstand im Urin, bedeutet das doch nur, dass die Nieren immer schwächer ausscheiden. Das heißt, die Salzkonzentration lässt nach, die harmpflichtigen Substanzen werden retiniert. Frage wohin? Da die Nieren der Ultrafilter für das Blut darstellen, werden die harmpflichtigen Substanzen ins Blut retiniert. Das heißt, ich schaue mir dann den Widerstandswert im Blut an, ob der anfängt, proportional zu sinken. Denn das würde ja dann bedeuten, dass wir eine Übermineralisation im Blut hätten. Es werden zu viele Salze retiniert. Damit steigt die Zahl der Mineralsalze, der Ionen im Blut an und stehen auch dem Körper zur biologischen Verwendung nicht mehr zur Verfügung. Ich kann also hier schon entsprechende Verbindungen ziehen, um herauszuregen, inwieweit die Erkrankung bzw. die Stoffwechselentgleisung schon fortgeschritten ist. Hat es bereits Auswirkungen auf das ganze System, in dem einfach entsprechend Latenz stattfindet. Das wäre also der dritte Wert der Bioelektronik, der Widerstandswert. Und wenn Sie diese drei Werte gemessen haben, ergibt sich letztendlich ein sogenanntes Bioelektronikramm. Und jetzt wird es eigentlich spannend. Und zwar nicht nur für mich, sondern auch für den Patienten. Jede Erkrankung, nehmen wir das jetzt einfach mal so an,
offensichtlich ihr eigenes Milieu, ihr eigenes Terrain. So, das, was da war, das ist noch eine sehr alte Variante, eine sehr alte Folie, von was er da zusammengedröselt hat, ist im Moment völlig übersichtlich. Ich versuche das jetzt mal auseinander zu definieren. Auf der x-Achse in diesem Diagramm ist der pH-Wert aufgetragen, auf der y-Achse das Redoxpotential. Da wir aber drei Messwerte letztendlich haben, können wir auf einer Folie keine Dreidimensionalität darstellen, sondern wir müssen versuchen, dieses Diagramm, dieses Dreieck, was aus den drei Werten entsteht, entsprechend plastisch darzustellen. Das kann ich dann nachher auf der Folie, auf dem Ausdruck, der dann kommt, machen. Also x-Achse wäre pH-Wert, y-Achse Redoxpotential, und denken Sie sich jetzt einfach diese Folie als tiefe Folie, dann geht der Widerstandswert dort dreidimensional mit ein. Sie sehen, dass dieses Bioelektronigramm unterteilt ist, sodass also vier Rechtecke entstehen, und jedes Rechteck beschreibt ein ganz spezifisches, ein ganz spezielles Milieu. Ich habe das auch mal aufgeschrieben. Jetzt denken wir uns also dieses Diagramm einfach in dieses unterschiedlich grüne Diagramm um. Sodass wir also folgende physikochemische Zustände kennen. Quadrant Nummer 1 zeigt einen sauren pH-Wert. Das heißt, es sind viele Protonen in dieser Lösung. Und es zeigt einen reduzierten Zustand. Unterhalb der Mittellinie ist Reduktion, oberhalb der Mittellinie würden wir die oxidativen Zustände finden. Wir haben also einen sauer reduzierten Zustand im ersten Quadrant. Also viele Protonen und viele Elektronen, die zur Verfügung stehen. Der zweite Quadrant ist physikochemisch anders definiert. Wir haben zwar einen sauren pH-Wert, weil es demselben entspricht wie im Quadrant Nummer 1, aber nun einen oxidativen Zustand. Also vom Redoxpotential finden wir dort Oxidation. Der Quadrant Nummer 3, das ist eigentlich der schlechteste Quadrant, oder der schlechteste Zustand, welche den Patienten hier passieren kann. Und wir finden eine Oxidation und ein alkalisches Milieu. Das heißt, alkalisch sind wenig Protonen in der Lösung und Oxidation heißt, es fehlen Elektronen bzw. es stehen nicht genügend Elektronen zur Verfügung. Der vierte Quadrant rechts unten, der hat ebenfalls wenig Protonen, weil der pH-Wert alkalisch ist. Dafür aber viele Elektronen, das heißt, er zeigt hier wieder ein reduziertes Milieu. Sodass also jetzt vier verschiedene Rechtecke bestehen, die ein